Kondition, dass er hier so einen Lauf macht mit Rucksack und dann hier noch derart bei Stimme ist. Respekt. Ich will Ihnen nicht nur sagen, warum die Befürworter für mich stimmen können. Das ist der einfache Teil. Sondern ich will Ihnen sagen, warum die Gegner des Projektes für mich stimmen müssen. Es gibt, was den Bahnhof angeht, ganz, ganz viele Stuttgarter, die sagen, da gibt es Vor- und da gibt es Nachteile. Und jetzt ist es beschlossen und jetzt wird es gebaut. Das sind irgendetwas von 3/4 oder sowas. Also ein Haufen, eine ganz große Mehrheit. Und für diese Leute gibt es ein ganz einfaches Argument, warum sie sich für mich entscheiden können. Das ist auch für sie ein Argument bei ihren Nachbarn, zwar nicht nur bei denen, die es richtig finden, dass sie für den Bahnhof sind, sondern auch bei den anderen. Ich bin der einzige Kandidat, den die Stuttgarter in die Pflicht nehmen können. Alle anderen Kandidaten haben vor der Wahl schon alle Ausreden präsentiert, auf die sie sich zurückziehen können, wenn ihnen das Ding aus der Hand gerät. Und es wird ihnen aus der Hand geraten, weil sie ein eigenes Interesse haben. Es gehört zu den Absurditäten, dass diejenigen, die am stärksten gegen die Kosten argumentieren, am meisten davon profitieren, wenn sie etwas unternehmen, um den Bahnhof teurer zu machen. Apfel und Ofen halte den Dieb. Das können Sie ganz wunderbar sehen an jeder neu erstellten elektrischen Stelle, wo der liebe Herr Herrmann unterwegs ist. Der Herrmann ist das zweitgrößte Kostenrisiko für den Bahnhof. Das größte Kostenrisiko ist Fritzko. Das größte Kostenrisiko für Stuttgart 21 ist deswegen Fritz Kuhn, weil nur die Stadt die erfahrene, kompetente Projektorganisation heute hat, die wir brauchen. Das Land hat die Leute ausgewechselt, die Bahn bauen sie auf und die Stadt hat sie. Wenn die Stadt anfängt, mit dem Know-how, das sie hat, unter der Führung von einem Bahnhofsgegner das Projekt zu kompensieren, dann wird das so wahnsinnig lange dauern und so wahnsinnig teuer. Wenn etwas ganz Absurdes eintreten wird, diejenigen, die gegen den Bahnhof gehen, wegen der Kosten, werden die Kosten in die Höhe treiben. Und sie werden dann sagen, wir haben es schon immer gesagt. Da hat gerade jemand gesagt, Lügenpakt, das ist genau das, wirklich genau der Begriff, man könnte auch sagen Verlogenheit, der darauf zutrifft, dass diejenigen, die immer gesagt haben, wir haben Angst um die Kosten, jetzt alles unternehmen lassen, die Kosten hochfallen. Und das dürfen wir uns als Stuttgarter nicht gefallen lassen. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten mit einer Fülle von Leuten aus der Stadtverwaltung sprechen können, die hervorragende Erfahrungen mit dem Ring auswählen. So, wenn Sie freundlicherweise den Polizeiwagen zulassen würden. Jawohl, wir sind die vier Demonstranten, die sind die anderen Zimmer. Mir fällt jetzt auch beim Wahlkampf und bei der Diskussion mit vielen Bürgern, wenn man mit denen ganz sachlich darüber redet, das ist vor der Volksabstimmung darum ging, ob der Bahnhof kommt oder nicht. Und jetzt bei der OB-Wahl darum geht, ob er gebaut wird, sondern wie er gebaut wird. Wenn man dieses Argument umgeht, dann ist es ein ganz hartes Argument und eine ganz tolle Sache für mich. Weil alle Leute, die verstanden haben, mit ihm umgehen, sagen, wie er gebaut wird, sagen, es ist ganz einfach und ganz klar, dass in diesem Dreierclub von Bahn, Land und Stadt wenigstens einer bei Sinnen sein muss. Wir haben bei der Bahn
ein typischer Großkonzern. Die haben unendlich viele Projekte, unendlich viele Aufgaben und die haben natürlich jetzt eine neue Organisation aufzubauen, die eben nicht über Nacht in der höchsten Professionalität funktionieren kann. Das ist so bei neu aufgebauten Organisationen. Die machen deswegen Fehler. Es ist nicht anders machbar. Dann haben sie auf der anderen Seite des Landes. Das Land ist zerstritten. Leider sind alle Leute, die mit dem Bahnhof zu tun haben, Gegner. Das ist der Ministerpräsident, das ist der Verkehrsminister, die entscheidenden Figuren für das Ergebnis. Die profitieren schon jetzt, wo sie gleich hinter den politischen Aktivitäten. Und eine der ganz skandalösen, der wirklich obszönen Entwicklungen ist, dass die Besprechung über die zukünftigen Schritte offensichtlicher geht es gar nicht. Die wollen das Thema aus dem Wahlkampf raushaben, weil es schadet. Ganz offensichtlich. Das müssen die Stuttgarter richtig machen. Wenn wir auf der einen Seite die Bahn haben, schwerfällig baut eine neue Organisation. Wir haben auf der anderen Seite das Land. Das Land muss profitieren. Wenn jeden Tag in der Zeitung steht, es klappt nicht, es ist verschwierig. Je mehr die Sand in den Mittelstreifen, ich habe den auch zu Hause, aber wenn wir die beiden haben, dann ist es zwingend, dass wenigstens der Oberbürgermeister der Stadt Stuttgart ganz klar darauf drängt, dass die Bahn vorankommt und dass das Land nicht torpediert. Das ist die wichtige Aufgabe für ein OB. Und das kann von allen Kandidaten nur derjenige sein, der vor der Volksabstimmung, bei der Volksabstimmung, nach der Volksabstimmung ein und die gleiche Meinung hat, nämlich, das ist das richtige Projekt für die Stadt. So, sagen Sie, was ich sagen soll, ich sage. Noch wichtiger als ein Bahnhof ist eine freie Presse, auch wenn man sich ärgert. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Ich darf Ihnen sagen, jetzt werden neue Plakate aufgestellt. Sie haben vielleicht die ersten schon gesehen. Der erste Satz, Bürgerwillen umsetzen. Der zweite Satz, Stuttgart 21 sicher bauen. Der dritte Satz heißt, die neuen Stadtteile miteinander gestalten. Und der vierte Satz heißt Forma wählen. Das Plakat hängt jetzt nächstes zur Wahl. Und dann werden wir schauen, was passiert. Es ist gerade von Ihnen, Herr Eschel, schon gesagt worden. Natürlich wird nach dem ersten Wahlgang ein Gespräch offenbar stattfinden. Und wir werden irgendein fiesen Deal verabreden. Das Böseste, was ich gehört habe, ist, Rockbaum wird der nächste Baubürgermeister. Dann würde ich im Gartenbauamt einen Bock einstellen wollen als Gegenmaßnahme. Es wird irgendeine Art von Absprache getroffen werden. Entweder Rockbaum bleibt drin oder aber er wird etwas verlangen, einen Preis. Und dieser Preis wird letztlich genau das sein, was wir in Stuttgart nicht brauchen, also eine Verabredung zur Veränderung des Baus und damit eine Verabredung zur Verteuerung des Baus. Das können wir überhaupt nicht. Ich habe in den letzten Wochen, ich habe noch nicht so richtig erfahren mit diesem Ding, mit der Roggenbahn, der dummes Zeug reden, aber technisch perfekt. Ich mache das andersrum. Klingt gut, ja. Danke. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten mit den Fachleuten aus den verschiedenen Einrichtungen der Stadt gesprochen. Voran beispielsweise und in der Behörde, Wasserbehörde und so weiter. Und ich bin beeindruckt. Ich bin wirklich beeindruckt davon, was das für ein Know-how ist. Da sind viele Leute schon seit 15 Jahren mit dem Projekt befasst. Das ist die gute Nachricht. Die nicht so gute Nachricht ist, dass die nach und nach in Ruhestand gehen. Und dann müssen wir ersetzen. Und dann ist natürlich die Frage, wie werden wir ersetzen?
werden ersetzt durch professionelle Fachleute. Fachleute, die ihren Handwerk verstehen und in einer loyalen, professionellen Form den Bahnhof begleiten. Oder werden sie ersetzt durch Psychologen, deren wesentliche Aufgabe ist, den Bahnhof zu behindern. Und da gibt es Vorzeichen. Sie kennen die große Philosophin Clarissa Seitz. Ja, eine ganz bedeutende Vordenkerin Mitteleuropas, deren große Kenntnis unseres Kontinents auszeichnet durch eine Formulierung, da kann man gar nicht drauf kommen, wenn man nicht so ein Genie ist. Diese Frau hat gesagt, der Abriss von so einem Seitenflügel vom Bahnhof ist vergleichbar mit der Zerstörung von buddhistischen Heiligtümern durch die Taliban. Jetzt stellen Sie sich bitte vor, diese Dame bekommt eine leitende Aufgabe in der Verwaltung. Stellen Sie sich das mal vor, wenn Sie heute irgendwo in der Stadt Kerker ausbauen wollen, dann dauert es ewig, bis Sie eine Baugenehmigung bekommen. Dabei will die Stadt gar nicht behindern, das ist einfach nur ein Tempo. Stellen Sie sich mal vor, jemand, die Clarissa Seitz und verantwortlich für Anträge mit dem Bahnhof besorgen. Und mit dieser Ideologie werden dann die Projekte bestimmt, werden die Projekte beschlossen, bleiben. Aus. Das ist eine schlichte Katastrophe. Und wenn Adam und Boxbau gemeinsam sich verabschieden für das Problem, dann kann es gar nicht anders kommen. Es kann nicht anders kommen, als dass destruktive Leute in der Verwaltung auf die Posten kommen, die jetzt von den Knappen sind. Ja, meine lieben Zuhörer, liebe Unterstützer, ich bedanke mich sehr, dass Sie meine Wahl unterstützen. Stuttgart ist es wert, dass wir uns jetzt auf die Zukunft konzentrieren. Weit über mich. Ich habe eine einfache und kleine Bitte. Wenn jeder von Ihnen 10 Nachbarn, Pfarrer Bräuchle, fand, nochmal anspricht und denen sagt, entweder ihr wählt einen Menschen ins Rathaus, der was von Wirtschaft versteht, oder ihr wählt ein Kostenrisiko. Man kann es auch einfach behalten, K wie 5K wie Kostenrisiko. Es ist einfach zu merken, dass geht zu verhindern. Danke Ihnen sehr. Vielen Dank.